diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Tierkapazität in den Kuhställen erhöhen könnt. Und zwar dreht sich hier um den mittleren und den großen Kuhstall. Wenn ihr das macht, die Kapazität der Tiere zu erhöhen, müsst ihr allerdings auch, das empfehle ich einfach, dass ihr auch die Futterkapazität und die Strohkapazität in den Ställen erhöht, weil sonst werdet ihr wahnsinnig, weil ihr mit dem Füttern nicht mehr nachkommt. Desgleichen bietet sich an, ich mache da auch einen Hinweis auch rein in mein Video, den Futtermischwagen und die Strohschleuder von der Kapazität her anzupassen, dass ihr nicht ständig nur am Futter und am Stroh fahren seid. Fangen wir mit dem Videoteil an, das zeigt, wie man die Anzahl der Kühe in den Ställen erhöht. Dazu gehen wir in den Explorer, dann auf Dokumente, My Games, auf den Farming Simulator 22 und dann sucht ihr hier euer letztes gespeichertes Save Game in dieser Liste. In dem Fall ist es bei mir hier Save Game 1. Da geht ihr auf die Zeile Placeables XML. Mit der rechten Maustaste anklicken und mit Notepad++ bearbeiten. Das könnt ihr übrigens kostenlos runterladen. Dann öffnet sich diese Datei. Das hier, wenn ihr die Kühe zusammenzählt, kommen wir hier auf 80. Das ist der große Kuhstall, beziehungsweise nennt er sich auch Cowbarn Big, also der große Kuhstall mit 80 Kühen, wie ihr hier zählen könnt. Und heute ich mal jetzt kurzerhand die Kuhzahl auf 150 erhöhen. Irgendwo hier verbirgt sich dann auch noch der zweite Kuhstall. Den suchen wir jetzt und geben hier oben ein in die Suchfunktion Cow. Und machen hier mal nächstes finden. Da müssen wir jetzt ein bisschen durchklicken. Und da haben wir ihn schon. Da unten steht er. Das ist der Cowbarn Medium. Und da erhöhen wir mal die Tierzahl jetzt hier um moderate, sagen wir mal, auf 65. So, jetzt haben wir in dem Mediumstall 85 Kühe und in den anderen wesentlich mehr. Dann das Ganze speichern. Na. Und das war es jetzt erstmal schon mit der Erhöhung der Kuhkapazität. Cowbarn Medium haben wir jetzt 85 Kühe. Cowbarn Big haben wir 220 Tiere. Dazu gehen wir in Steam auf den Farming Simulator. Rechte Maustaste, verwalten, lokale Dateien durchsuchen, Doppelklick links, auf Data, Doppelklick links und dann auf Placeables. Dann gehen wir auf Rudolf Hormann und da stehen hier oben die beiden Ställe. Cowbarn Big, das ist der große Stall. Cowbarn Medium, das ist der kleine Stall. Wir fangen mit dem großen an. Doppelklick, linke Maustaste und öffnen die XML-Datei. Rechte Maustaste mit Notepad++ bearbeiten. Das könnt ihr übrigens kostenlos runterladen. Dann öffnet sich diese Datei. Wir sind jetzt hier schon drin. Sollte das nicht zu finden sein, macht es folgendermaßen, geht ihr auf Suchen und gebt hier oben ein Capacity, so wie es jetzt schon drin steht. Und dann als nächstes Finden. So, dann haben wir jetzt hier einmal Gülle, die Möglichkeit der Milcheinlagerung, das Stroh, das in den Stall reinkommt. Und das ändern wir jetzt auf, ich sag mal, 70.000 Liter. Das sind 770.000 Liter. Dann suchen wir weiter.
Und hier sind wir beim Futter. Da haben wir jetzt eine Einlagerungsmöglichkeit von 60.000 Liter. Da machen wir mal 120.000 draus. Jetzt haben wir einmal die Nahrung geändert und einmal das Stroh geändert. Dann das ganze Ding speichern. Dann machen wir hier zu und gehen zurück und gehen in dieses Koban Medium. Gleiche Prozedere. XML-Datei öffnen. Rechte Maustaste, Notepad. So, da haben wir das auch schon hier stehen. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt nicht findet, irgendwo rauskommt, gebt da Capacity ein. Jetzt haben wir beim Stroh, ist ja der kleine Stall, 21.000 Liter. Da machen wir mal 41.000 und ein paar zerquetschte draus. Und hier unten beim Futter haben wir 33.750. Da machen wir 63.000 und ein paar zerquetschte draus. Also Futter und Stroh geändert. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch den Milchspeicher erhöhen oder den Gülle-Speicher erhöhen. Das geht auch noch. In dem Fall Gülle und Milch, damit ihr nicht so oft fahren müsst. Aber das ist, bleibt euch selber überlassen. Das Ganze dann speichern und schließen.